und nach den ganzen Blödeleien vielleicht wieder zurück zum seriösen Teil des Displays. Und zwar dem OMSI 2.1 Update. Der nächste Punkt, KI-Gelenkbussen wird nicht mehr hinten reingefahren. Okay, gut, ich fahre zu selten Gelenkbus, als ich das wüsste. Denn ich bin und bleib einfach Solo-Bus-Fan, einfach weil ich auf Überland lebe, auf Überland aufgewachsen bin und deswegen mit Gelenkbus eigentlich nicht viel anfangen kann. Eine Automatikwagen ist nicht so mein Fair, also ich brauche einfach einen Schaltgerät, ganz einfach. Ich könnte auch mir nie im Leben ein Auto mit Automatikschaltung anschaffen, also ich würde verrecken. Also ganz ehrlich, ich brauche einfach einen Schaltwagen. Einfach weil ich selber bestimmen möchte, wann ich schalte. Gelenkbus-Schaltwagen, naja, gibt es im Chaos 280, die kann man auch irgendwo mal fahren, vielleicht ein Stückchen oder so. Aber ansonsten bin ich, ja, Solo-Bus-Fan, ganz einfach. Der nächste Punkt. Achter Kollege hier, guten Tag. Hallo, die Kollegin eher gesagt. Also, nächster Punkt. Fehlerhafte Kollisionserkennung zwischen Schienenfahrzeugen, Bussen und Userbussen korrigiert. Ist mir so auch nicht aufgefallen, aber wenn es gefixt wird, ist es, hat das bestimmt diverse Vorteile und kann man nichts anderes sagen. Fußgänger verursachen kein Verkehrschaos mehr. Es ist gerade, denke ich, auf der Map Neuendorf, die ja mit dem Ultranet 5 Addon mitgeliefert worden ist. Können wir übrigens auch mal wieder fahren. Ich weiß immer wieder, die können wir mal fahren. Hier im Let's Play und da war das ja wirklich extrem. Also gerade in der Hauptverkehrsstraße um den Ebertplatz rum, glaube ich, heißt das Viech. Da war es ja echt extrem schlimm, dass dort die Fußgänger halb auf der Straße standen, dadurch die Autos alles blockiert haben, die Linksabbieger standen mitten rüber, während die anderen grün haben und da ist mir dann mal seine 5 Minuten gestanden. Zum Glück hat OMSI ja so eine tolle Funktion eingebaut, mit der die Autos quasi, wenn sie sich genau 5 Minuten nicht mehr bewegen, despawnen. Dadurch lässt sich dann auf Dauer ein Verkehrschaos beheben, aber es ist teilweise schon ein klein wenig nervig. Wenn die Fußgänger kein Verkehrschaos mehr, für kein Verkehrschaos mehr sorgen, ist das natürlich nicht dran. Lichte erreichen wir hier gerade. Guten Tag. Eine Kurzstrecke. Siehste, sie sagt, hallo, was er haben möchte. Klipp und klar, bitte. Und deutlich. Eine Kurzstrecke. So, bitteschön. Nochmal ein Stück trinken, das ist enorm. Die ganze Zeit Quatsch. Man kriegt sowas in einem Pappmund. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ach, besser. Wenn sie mit dem Kabel in der Mikrofonspinne zu verheddern, ist natürlich auch professionell. Kann man gar nicht anders sagen. Gleich kommen wir auch schon zur nächsten Haltestelle. Lichtdorfplatz dürfte es sein. Brauchen wir so gar nicht großartig beschleunigen. Oh. Sehen zu spielen aus unserer Fahrgäste. Mit Öhmchen hockt immer noch mehr vorne. Das ist natürlich Herz aller Lebens. Wunderschönen guten Tag. Einmal normal. Hallo. 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 Einmal normal, bitte. Kommt sofort. Danke. Ich muss nur sagen, die Kirche hier rechts, das feiere ich extrem von der Gestaltung her. Das ist einfach nur genial. Und soweit ich weiß, musst du jetzt auch gleich in den Bereich kommen, wo diese große Steigung ist. Und da ist es gestaltungsmäßig mich auch echt extremst nice. Und ja, da kommt man mit dem O3-Ziel auch relativ gut hoch und runter. Das heißt, wenn man nicht mit so klepprigen Plastik-Automatik-Schüsseln fahren möchte, kommt man mit dem O3-Ziel wirklich wesentlich weiter. Das heißt, Schaltbahn verbunden. Ein Herz für Schaltbahn. Diskriminiert Automatikbusse. Ja, ich glaube, da ist auch schon unsere große, ja, unser großes Gefälle. Kann man auch ein bisschen Dampf hintergeben, aber schneller als 80 sollten wir nicht fahren. Und selbst wenn alle Fahrgäste sitzen, dürfen wir nicht mehr als 80 fahren. Zumindest im Linienverkehr.
war es nicht irgendwie so? Und 60, wenn jemand steht, glaube ich, ja, da war irgendwas. Und 100, wenn alle angeschnallt sitzen, ja. Doch, doch, glaube ich, sowas war es. Es ist wirklich, es ist richtig, richtig geil hier. Und jetzt bleiben wir einfach mal voll auf dem Gas stehen, damit wir den Schwung auf den Berg hoch mitnehmen. Und die Sonne scheint uns entgegen. Sagt uns quasi, lächelt uns entgegen und sagt, ja, dann ist ja Feierabend. Die letzte Tour und dann, ach, dann ist ja doch schon Feierabend. Bei Überlandbusfahrer, also, das hat schon was in jeder zum Stadtbusfahrer, denn ich stelle mir das gerade in der Stadt relativ langweilig vor. Also, ich denke, man hockt da vorne drin, keiner schwätzt mit dir, man hockt in seinem, nicht in den Kämmerlein, aber man hockt da einfach vorne drin. Der Fahrgastwechsel spielt sich irgendwie hinten ab und man hat so irgendwie gar keinen Fahrgastkontakt. Und im Überlandverkehr, so wie ich es kenne, ja, hockt man vorne, steigt vorne ein, sagt Hallo und hört dann mal Schwätze mit dem Busfahrer, wenn man kennt. Und ja, also deswegen, wenn Busfahrer, dann auf jeden Fall im Überland. Also im Stadtverkehr, das könnte ich nicht. Müssen wir hier irgendwie schon im Bereich der Grenzanlage sein. Oder ist hier auf der anderen Linie? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hier eine wunderschöne Anlage vorher zu sehen gewesen aus DDR-Zeiten. Hätten wir es auch näher angucken können, wenn ich die ganze Zeit gequatscht hätte. Ja. Aber was will man machen? Bisschen Verlust ist immer. Widmen wir uns wieder dem Update. Was steht hier noch alles zu uns drin? An- und Abfahrtszeiten an Zielhaltestelle im Fahrplan angezeigt. Ja, das finde ich ja genial. Also es war einmal zeitweise in irgendeinem kleinen Zwischenupdate so eingebaut, dass quasi die letzte Haltestelle, dass die Zeit dahinter nicht die Ankunftszeit ist, sondern die Abfahrtszeit. Also dann, wenn man quasi nach der Pause wieder los muss. Man muss ja sagen, das fand ich ja insofern genial, dass man quasi sein Fahrstil schon so ein bisschen daran hat ausrichten können. Ja, ob man jetzt ganz viel Pause hat oder nicht, also 5 Minuten Verspätung hat, kann man sagen, naja, hat danach sowieso eine halbe Stunde Pause, ach komm, macht nichts, brauche ich zum ganzen Akt beeilen. Oder wenn es dann bloß 2 Minuten Pause sind und man quasi die Verspätung wieder mitnehmen wird, dann beeilt man sich dann schon tendenziell eher und doch, deswegen finde ich das toll. Finde ich gut. Ja, ich bin da auch dann so viel. Kann man nichts machen. Oma- und Kind-Texturen ressourcenschonender verbaut. Jedenfalls ein Feature von Omsi 2.1. Wenn wir gleich mit einer Haltestelle kommen, kann ich euch mal was ganz, ganz Tolles zeigen. Ich weiß nämlich nicht, ob das unter dem Punkt ressourcenschonender verbaut fällt oder ob das irgendein Easter Egg sein sollte. Zwar ein relativ schlechtes, aber es wäre zumindest schon eins. Von Omsi, denn. Ja, ich zeig's euch einfach gleich. Kommt uns da wie gerufen, die Haltestelle. Auch wenn es eng ist. Muss denn mit seinem Transporter da eigentlich stehen? Also. Erstmal einsteigen lassen und dann tolle Entdeckungen an die Welt bringen. Er nimmt eine tolle empfohlene Tageskarte. Ist sowas Tolles. Bitteschön. Oh, was heißt das? Kurzstrecke Kind ist auf jeden Fall mal hier. Nur was die kostet, kann ich euch nicht sagen. Das war anscheinend richtig. Also. Dankeschön. Zu den Texturen von einem guten Ölm schon. Zoomen wir mal in der Gegend rum. Da haben wir auch schon eine. Und wenn wir der jetzt quasi in den Kopf schauen. Das habe ich nämlich rausgefunden, als ich im Citaro mal hinten gesessen bin. Und da ist die Sicht quasi direkt in der Oma drin. Da habe ich gesehen, genau, man sieht quasi ihr Gebiss. Und ja. Das sind Sachen, die man eigentlich nicht braucht und deswegen finde ich auch in Ordnung, dass es gefixt wird, denn das sind echt wieder unnötige Polygone, die da wieder verbaut sind, die eigentlich kein Mensch braucht. Ist das fürs einmal angucken ganz witzig, dass man die Zunge und die Zähne sieht, aber sind wir ganz ehrlich, kein Mensch braucht das. Und Verspätung braucht auch kein Mensch, deswegen begeben wir uns gleich hinfort. Kommt denn auch niemand? Nein. Ist echt relativ wenig los hier. Im Gegensatz zum Bus hinten. Da ist echt, hier geht auch halt richtig die Party ab. Also für den Überlandverkehr muss man schon sagen, es ist enorm viel los. Also,
wenn man mal bei uns schaut, wenn da drei Leute außerhalb der Schulzeiten mitfahren, das ist schon viel. Also ich fahre oft komplett die Linie 719 und bin der einzige Fahrgast. Also man fährt quasi durch, hat auch seine Vorteile. Guten Tag, die Dame. Sind wieder freundlich heute hier. Ja. Wobei, so Leute gibt's auch überall. Verbitterte Leute, die einfach, ja, nichts sagen und wenn dann rumbrütteln. Die gibt's überall. Sowohl als Busfahrer als auch als Fahrgäste. Da werden wir uns in der tollen Luft hier setzen. Ach, eine zwitschernde Vögel, die man hören würde, wenn das Fenster ein kleines bisschen offen wäre. An manchen Stellen. Und so weiter. Die Straße ist ja schon wesentlich breiter, also man merkt, das ist auch was richtig, richtig Tolles, was ich wirklich an der Map auch feiere, dass wirklich extremst verschiedene Splines verwendet worden sind. Also wir haben ja gleich am Anfang nach Tettau gesehen, dass die Straße extremst eng war und hier fahren wir jetzt auf einer relativ breiten, fast schon Bundesstraße vom Ausbau her. Und ja, das ist einfach die Abwechslung, die die Map ausmacht. Und wenn mich nicht alles täuscht, kommen wir auch gleich an einem wunderschönen Kreis. Vielleicht. Auch bis heute. Man weiß es nicht. Nein, scheint nicht so. Aber irgendwann werden wir sehen. Dann werden wir sagen, ach ja, das habe ich schon vor 50 Jahren. Komm, sehen wir es mal her. Komm. So ist es nämlich, weil früher war ja generell alles besser. Gibt's ja echt Leute, die davon überzeugt sind, dass früher alles besser war. Das ist auch wieder kompletter Schwachsinn. Ich muss ja sagen, bei Bussen kann ich dem sogar fast zustimmen. Also, entweder wirklich komplett moderne Busse oder was richtig altes. Aber alles, was irgendwie so zwischen, ja, ich weiß nicht, so 10 und 20 Jahren alt ist, ist ja irgendwie, naja, finde ich persönlich relativ schäbig. Also, irgendwie so ein schöner moderner C2, den ich toll finde, oder dann hier so ein, ach, schöner alter gemütlicher O307. Das hat doch alles was, aber irgendwas zwischendrin ist irgendwie, naja, ist nicht so mein Ding. Also bei Bussen entweder ganz jung oder ganz alt, aber zwischendrin gibt es nicht. Zumindest nichts, was mir so großartig gefallen würde. Was ich ja ganz schlimm finde, ist der Connecto. Also da hat bei uns Südwestbus einen und ein Privatunternehmen hat auch noch zwei von den Dingern. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist die schlimmste Erfindung, die je gemacht worden ist. Der Sitzabstand ist ja komplett für den Arsch. Das heißt, man hängt sofort mit den Knien vorne an den anderen Sitzen dran. Und dann haben die Sitze auch noch, ja, einen relativ genauen 90-Grad-Winkel. Das heißt, man hockt da einfach zwischen so zwei Brettern eingeklemmt in der Gegend rum und dann noch die, ja, die schönen sinnlosen Gepäckablagen oben, an dem es immer einen schönen Kopf stößt. Ja, ist doch toll. Und die komplett sinnlosen Stufen und Einstieg und die freundlichen Busfahrer, die man mit diesem Bus fahren. Ich muss sagen, es ist schon extrem premium. Doch. Doch. Ich glaube, wir arbeiten jetzt mal ganz kurz den Change noch fertig durch und so viele Punkte sind es ja nicht mehr. Und damit es auch nicht ewig in die Ewigkeit ziehen. Also das wäre, KI macht bessere Spurwechsel und überschießt nicht dauernd. Aha. Auf jeden Fall, KI macht bessere Spurwechsel, finde ich ja richtig, richtig geil, denn das kennt man ja von den Autobahnen, ist ja genauso wie wir es auch in der Fahrschule gelernt haben. Man tut natürlich, bevor man die Spur wechselt, komplett abbremsen, denn genauso ist natürlich auch STVO-mäßig konform und genau so müssen wir es natürlich machen. Nee, also mal Spaß beiseite, das ist komplett, also ich finde es komplett ätzend, gerade auf der Autobahn und an Ausfahrten bremsen sie einfach wirklich komplett auf 10 km/h ab, machen dann die Kurve und, ja, beschleunigen dann wieder langsam, ganz langsam. Und wenn das dann gefixt worden ist, irgendwann mal, doch, freut mich drauf, freut mich auf nächsten Montag. Nächster Punkt, Beleuchtung des Nachläufers erfolgt nun korrekt, aha. Ist mir wie gesagt, weil ich selten gelenkt bin, vor Augen nicht aufgefallen. Wenn es so ist, wer sich dran stört, ist ebenfalls gefixt in der nächsten Onsi-Version.
vorletzter Punkt, KI-Verkehr. Fährt nicht mehr sinnlos Stop and Go. Also es scheint mir, dass sie relativ viel im KI-Verkehr gemacht haben, denn da sind wirklich Revolutionen aufgetaucht. Und wenn es wirklich alles so funktioniert, wie es hier beschrieben ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist Omsi wirklich der komplett perfekte Bussimulator. Also die Performance ist verglichen mit dem, zum Beispiel mit dem Bussimulator von Astragon, wesentlich besser. Das heißt, ich fahre mit wesentlich mehr Frames. Und funktionsmäßig steht Omsi natürlich sowieso klar an Nummer 1. Also der Detaillierungsgrad der Busse und sowas und so weiter, also da kann wirklich eigentlich nichts anderes mithalten. Und wenn die ganzen Sachen hier wirklich gefixt werden, dann muss ich sagen, ein Traum. Ein Traum für jeden Busfan. Der letzte Punkt wäre noch zu wenig Arbeitsspeicher. Es sind einige Memory Leaks gefunden und behoben. Aha. Also mit meinen 8 GB Arbeitsspeicher sind auch noch nie untergekommen, deswegen. Schön für alle Leute mit einem schwächeren PC. Und jetzt auf zu meiner, ja fast würde ich sogar schon sagen, zu meiner Lieblingshaltestelle hier, denn den See, den muss ich sagen, den fahre ich extrem. Okay, eigentlich so wie die ganze Map, aber den fahre ich einfach extrem schon. Allein den Ausblick, den man hier aus dem Bus raus hat, der ist ja schon genial. Wenn man noch von außen schaut, dann ist es natürlich extrem toll. Dankeschön. Dass hier keiner aussteigen möchte, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, schade. Einfach, das muss man doch hier sehen, mal ganz ehrlich. Ich habe hier volles Haus und keiner möchte hier spazieren gehen. Schade. Also es ist... Keiner kann mir sagen, dass das hier schäbig aussieht. Es ist einfach nur... Ach, genial. Also wenn ich mir irgendeine Map aussuchen würde, auf die ich verdammt wäre, bis zum Ende meines Lebens Busfahrer sein zu müssen. Und ja, den ganzen Tag im Linienverkehr arbeiten zu müssen. Und ich mir so aussuchen dürfte, das wäre auf jeden Fall Tettau. Also hundertprozentig. Die abwechslungsreiche Landschaft und vor allem auch Überlandverkehr. Es ist Erfüllung aller meiner Träume hier. Schon wieder verheddert. Sollte ich auch mit dem Liniennetzplan wieder. Das heißt, wir sind jetzt schon auf dem Weg nach Sonnenberg und ja, nächste Haltestelle ist schon am Ortsrand, Stadtrand kann man nicht sagen, am Ortsrand von Sommerberg und Sonnenberg, nicht Sommerberg. Sommerberg war was anderes. Von Sonnenberg und dann, ja, sind wir auch schon da nach 35 Minuten Fahrzeit insgesamt. Also auch schon geschafft, ist auch nicht schlecht. Das heißt, die ganze Meute wieder in irgendeinem Sonnenberg raus. Ich sag immer Sommerberg. Das ist eine Katastrophe. Das hat Verspätung haben wir auch schon nicht mehr geguckt. Es könnte auch sein, dass wir eben hier die ganze Zeit mit 5 Minuten Verfrühung durch die Gegend kutschieren und. Keine Ahnung. Deswegen trotzdem so viele Fahrgäste haben. Man weiß es nicht. Wilde Spekulation. Sehr, sehr wilde Spekulation. Aber ich denke, so arg schlimm und schnell bin ich auch nicht gefahren, deswegen. Wir müssen auch die schöne Landschaft genießen um uns herum. Denn wir wollen ja schließlich bei unserem guten Bild bleiben, das die Fahrgäste von uns haben. Vorausgesetzt, sie haben ein gutes Bild von uns. Wenn nicht, dann ist es natürlich schade. Ist schon wieder keiner aussteigen. Habe ich die Tür überhaupt hinten zu? Vielleicht. Jo. Weil sonst hätte ich nämlich gedacht, dass man vielleicht deswegen auf den Haltewunsch gar nicht hört, aber. Okay, gut. Ja, hat sich gerade eben erledigt. Haben wir noch durch ein paar enge Gässchen hier und dann kann man so das auch schon abstellen und Feierabend machen.
Kopfsteinpflaster juckeln. Vielleicht nicht zu schnell. Schön. So, hier müssen wir nach links. Dann möchte sogar noch jemand mitfahren, von hier bis zur letzten Haltestelle. Also benutzt es hier quasi auch als Stadtbus. Ja, wer es nötig hat und sein Gewicht halten muss, gell, Dicky? Eine Tageskarte. Also möchtest du den ganzen Tag noch hier in der Gegend rumfahren, von Sonnebergring nach Sonnebergdorf. Ja, ist okay. Wie gesagt, man muss da seine Statur halten. Wahrscheinlich gerade eine Apotheke oder sowas und hat sich irgendwas gegen sein Gewicht besorgt. Hat sich wahrscheinlich Tipps geholt, abzunehmen aus der neuen Apotheke. Und fährt natürlich gleich danach stilecht mit dem Bus zurück zu seinem Haus. So ist es bestimmt. So, links. Wow. Müssen wir auch ein bisschen weiter ausholen. Damit wir nichts mitnehmen, aber alles im grünen Bereich. Oh, es stehen sogar schon alle an der Tür. Das ist natürlich ein kleines bisschen vorsichtiger Fall, als der Bus umschleudert. Und schon erreichen wir unsere Endhaltestelle. Motor aus. Türen auf und wir ein bisschen schön die Außensicht gehen. So, dann würde ich sagen, war es das auch mal wieder für heute. Noch eine schöne Sicht finden. So. Ich hoffe, es euch hat wieder... Natürlich am Ende verkacke ich es gleich wieder. Ich hoffe natürlich, es hat euch wieder ein kleines bisschen gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch ein klitzekleines Däumchen nach oben. Ich denke, das ist nicht zu viel verlangt und ich weiß damit ganz genau, was euch gefällt und was nicht. Natürlich unten ab in die Comments Vorschläge für weitere Map- und Buskombinationen. Die andere Linie, die 8342, werden natürlich auch noch auf Tettau fahren. Nur zum Beginn eine Stunde durchquatschen, weil man dann doch ein bisschen zu viel verlangt und... Ja, die kleine Linie hat's doch auch. Hat doch auch gelangt. Also bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Aufnahme. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.